فيه القرآن هدى للناس وبينات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bedanken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns das Fasten in diesen edlen Monat angeordnet hat. Und wisset, geehrte Geschwister, dass zu dem Fasten auch ein angemessenes Benehmen dazugehört, sprich Adab. Es gibt welche, die Pflicht sind, und es gibt welche, die Mustahab sind, die erwünscht sind. Von den Pflichten ist es, weiterhin auch in diesem Monat die Gebote Allahs zu befolgen, wie sich auch von all dessen zu entfernen, was Allah der Erhabene verboten hat. Und zweifellos die gewaltigste Tat, die nach der Shahada angeordnet ist von Allah tabaraka wa ta'ala, ist das Gebet. Wir sehen, sehr viele Menschen gehen unachtsam mit dem Gebet um. Doch wisset, der Gesandte alaihi salatu wasalam sagte, das Erste, was zur Abrechenschaft gelegt wird bei dem Diener, ist das Gebet. So ist dies gut, sind auch die restlichen Taten in Ordnung. Was heißt das? Wenn wir sagen, das Gebet ist eine Eins, zählt als eine gute Tat. Danach kommt das Fasten und dann kommt eine Null dazu. Dann haben wir 10. Und danach gibt man vielleicht Sadaqa. Dann geht der Sturm in den 100er Bereich. Danach immer mehr und mehr gute Taten. Es kommen immer Nullen dazu. Dann sind wir schon in dem Milliardenbereich. Doch wenn dann der Diener das Gebet verlässt, dann ist die Eins weg. Dann bleiben nur Nuller übrig. Sprich, keine einzige Tat wird dann mehr von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert. Deswegen achtet auf euer Gebet. Viel mehr, als ihr auf euer Fasten achtet. Und genauso achtet darauf, dass ihr nicht in die Muharramat reinfällt, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns verboten hat. Und unsere Umma in dieser Zeit ist leider sehr betroffen davon, dass sie Sünden mit der Zunge begehen. Die Zunge ist das Organ, welches uns am ehesten in Jahannam führt. So sehen wir, dass sehr viele Muslime lügen. Und zweifellos die gewaltigste Lüge, die jemand machen kann, ist über Allah oder seinen Gesandten alaihi salatu wasalam zu lügen. So sagt auch Allah, und wer ist ungerecht als derjenige, der über Allah eine Lüge sagt? Oder wie auch der Gesandte alaihi salatu wasalam sagte, wer absichtlich über mich lügt, der soll sich einen Platz im Feuer reservieren. Und so sagte auch der Gesandte alaihi salatu wasalam, Yakum al-Kadhib, wehe euch davor, dass ihr lügt, denn die Lüge führt zu Sünden und die Sünden führen zum Feuer. Und wahrlich, der Diener wird so lange lügen, bis er nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala als Lügner niedergeschrieben wird. Des Weiteren auch ein sehr großes Problem, was auch das Fasten verringert, ist Riba, die üble Nachrede. Dass du deinen Bruder erwähnst in seiner Abwesenheit über dessen, was er verachtet. Und der Sahabi fragte den Gesandten alaihi salatu wasalam, und was ist, wenn dies wir tatsächlich vorfinden? Wir lügen nicht. So sagte er alaihi salatu wasalam, das ist ein Riba. Denn würdet ihr eine Lüge über ihn erzählen, so wäre dies ein falscher Vorwurf. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Riba, die üble Nachrede, in seinem edlen Buch, indem er sagt, will jemand von euch das tote Fleisch seines Bruders essen und ihr verabscheut es? Du fastest, indem du Nahrung, also von dir entfernst, wie auch Getränke, aber du isst das Fleisch deines toten Bruders. Lass auch das weg. Riba, sei es die körperliche Eigenschaft des Bruders oder der Schwester, wenn sein Bein hinkt, wenn sein Auge schielt oder desgleichen, wenn er dies verachtet, dann werden wir es nicht erwähnen. Auch wenn eine Schwester nervt oder dergleichen, wir werden es nicht erwähnen, sondern jeder Gläubige hat noch zahlreiche andere guten Eigenschaften, die ernehmenswert sind. Deswegen werden wir diese auch erwähnen. Und die Strafe dafür ist, wie der Gesandte alaihi salatu wasalam uns berichtet hat, als er mit Jibril in der Nachtreise war und er an Jahannam vorbeiging
und sah Menschen mit bronzenen Fingernägeln, die sich das Gesicht aufritzten, wie auch die Brust. Und er fragte Jibril, was waren deren Sünden? So sagte er, sie haben Riba betrieben, üble Nachrede, und sie haben die Ehre der Menschen befleckt. Deswegen hütet euch davor, wenn ihr fastet, besonders. Des Weiteren, sehr viele Muslime beschäftigen sich damit Musik, weil ihnen langweilig ist. Sie dürfen nicht essen, trinken und so weiter. Deswegen beschäftigen sie sich mit Musik. Wisset, geehrte Geschwister, dass die Musik mit Koran und Sunna verboten worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt dies in Surat al-Luqman in der 6. Ayah. Und genauso sagt auch der Gesandte alaihi salatu wassalam, in meiner Umma gibt es Menschen, die werden das Verbotene zum Erlaubten erklären. Zwar Seide für den Mann, dann Alkohol, Unzucht und auch Musik. Der Gesandte alaihi salatu wassalam hat hier Musik mit Unzucht verglichen, mit Alkohol. Deswegen, das deutet uns schon darauf hin, wie gewaltig die Sünde bei Allah tabarak wa ta'ala ist. Und vielmehr müssen wir auch darauf achten, wie wir reden, wie wir uns verhalten, während wir fasten. Denn der Gesandte alaihi salatu wassalam sagte, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Wer fastet und dabei kein schlechtes Reden lässt oder Taten danach folgt oder Unwissenheit, so braucht Allah nicht seinen Hunger und seinen Durst. Allah braucht nicht deinen Hunger. Allah braucht auch nicht deinen Durst. Allah will, dass du ihm ergeben bist. Dieser Hadith ist überliefert im Bukhari. Und Jabir radiallahu anhu sagte, wenn du fastest, so soll dein Ohr fasten. Hüte dich dafür, was du hörst. Und so sagt er auch, soll auch dein Auge fasten. O Muslim, dies ist befohlen, die Blicke zu senken. Mann oder Frau, gleich. Und weiter sagte Jabir radiallahu anhu, und deine Zunge soll fasten. Sprich keine Lügen. Und Lüge ist es, über Allah oder den Gesandten alaihissalam zu sprechen, ohne Wissen. Sei ruhig. Und dein Nachbar soll keinen Schaden von dir erleiden. Man soll erkennen, wie Jabir radiallahu anhu sagte, man soll erkennen, am Tag, wann du fastest und wann nicht. Es soll einen Unterschied geben. So bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns das Fasten wie auch das Gebet im Ramadan verrichten lässt und uns zu aufrichtigen Diener macht und unsere Sünden vergibt und in sein Paradies eintreten lässt. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramadan,